Heute gibt es einen leckeren Butterkuchen mit Mandelzuckerbelag aus der Springform. Herzlich willkommen und schön, dass du reinschaust. Wenn ihr auch Liebhaber von einfachen Kuchen seid, dann wird euch sicherlich dieses Rezept sehr gefallen. So, hier seht ihr gerade, wie ich den frischen Kuchen anschneide und gleich könnt ihr auch dieses wunderbare Stück betrachten. Der Kuchen schmeckt hervorragend zu einem Glas Milch. Also wenn ihr mal eine kleine Pause machen wollt, ein Glas Milch, ein Stück Kuchen davon und schon ist die Seele wieder glücklich. Hier auch schon die Zutatenliste. Ich habe alles nochmal unten in der Beschreibung hinterlegt. Unterstützt mich bei YouTube mit einem Like, mit einem Abo, kommentiert meine Videos oder schaut euch die Videos bis zum Ende an. Vielen Dank! Den Ofen auf 170 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Zuerst geben wir die vier Eier in eine Schüssel und verquirlen sie mit einer Gabel. Das Mehl mit dem Päckchen Backpulver vermengen. Jetzt schlagen wir den Becher Sahne in einer größeren Schüssel steif. Jetzt geben wir die Eier dazu und rühren alles gut unter. Jetzt kommt noch der Zucker dazu und danach das Mehl schön unterrühren. So sieht der Teig aus, wenn er fertig ist. Die Springform habe ich eingefettet und mit Backpapier ausgelegt. Und jetzt kommt nur noch der Teig hinein. Alles nochmal schön glatt streichen und dann kommt der Kuchen erst einmal für 25 Minuten auf der mittleren Schiene in den Ofen. In der Zwischenzeit bereiten wir dann den Belag vor. Keine Angst, der ist nicht schwer. So, 10 Minuten vor Ende der ersten Backzeit die Butter in einen Topf schmelzen. Dann die Mandelblättchen dazugeben und alles gut umrühren. Nach 25 Minuten den Kuchen aus dem Ofen holen, mit dem Zucker bestreuen. Wie viel Zucker ihr drauf macht, das müsst ihr selber entscheiden. Ich habe so um die 100 Gramm drüber gestreut. Und anschließend kommt die Butter-Mandel-Mischung darüber. So, dann alles gut verstreichen und nochmal für 25 Minuten in den Ofen schieben. Hier kommt er jetzt gerade frisch aus dem Ofen. Ich habe ihn in der Springform noch circa 20 Minuten auskühlen lassen und dann die Springform entfernt. So, damit sind wir auch heute schon am Ende. Ich hoffe, dass euch dieses Rezept gefallen hat. Schreibt es mir in die Kommentare rein, auch wenn ihr irgendwelche Kritiken habt. Ich nehme gerne Ratschläge an. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann, ciao.